Hantaiwe und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönzig Dingen mit Familie Sims. Und hier haben wir auch schon unseren Stefan, ja, quasi Senior Sims, weil er hat ja auch noch einen Sohnemann. Ich gehe mal wieder hier an das Posieren erstmal. Dann gucken wir mal. Upsa, Stefan und, also Jeff, Stefan Junior und Wilma haben die Krippe. Naja, gut, so, wo ist er denn jetzt hin? Ah, er geht noch. Das Magazin lesen. So, unser Stefan Senior quasi, der hat sein Lebensziel, hat er erreicht. Die Wilma noch nicht, ne? Die will ja 20 Welpen und Kätzchen großziehen. Und lass mich mal gucken, wo wir sind. Wenn wir alle haben. Oh Gott, wir sind gerade mal bei 8. Hilfe! Denn wir haben Ella, Felix und Guido hier. Wobei Ella und Felix ja quasi schon, ja, erwachsen sind. Dann haben wir unsere Kids Sissi, Sophie, Patricia und Stefan. Da gucken wir mal. Ja. Wenn sie von der Schule nach Hause kommen. Guck mal hier, wisch das mal auf. Und mach mal das Radio aus. Und dann kannst du hier nochmal säubern und abfüllen. Ach so, jetzt macht er pulsieren hier. Ah, so, wartet mal. Warte, ich komme, ich komme. Jetzt habe ich natürlich. Ach. Und warum machst du denn das? Das finde ich nicht so schön, mein Lieber. Dass du die Augen zu hast. Mach erstmal alle Sachen, was ich dir so gesagt habe. Und danach kannst du nochmal Daumen hoch posieren. Ich glaube, ich habe einfach nur auf den falschen Moment draufgeklickt, gell? So, Wilma, wie weit bist du? Na gut, sie will noch ein bisschen schlafen. Unser Stefan ist, wie gesagt, ja, er ist Stadtplaner. Ich werde ihn nicht in Rente gehen lassen, weil wir haben in dem Haus wirklich sehr wenig Geld. Das liegt einfach daran, dass nur Stefan arbeitet die ganze Zeit. Ja, Wilma hat ja schon immer frei quasi. Und ich weiß gar nicht, ob die Kids mittlerweile. Nee, es sind alles Schüler. Also wir könnten eigentlich mal vielleicht sogar den Dings. Ach, das machen wir. So, wartet mal. Anrufen. Direktor einladen. Und die hat nur noch 4 Tage. Gut, sie will 20 gute Tierfreunde haben. Ach so, jetzt posiert der Moment. Da nützt es mir auch da nichts, irgendwie noch einen Job anzunehmen, wobei die ja echt nicht so viel kriegen, ne? Das ist immer so ein bisschen, naja, wenn es denn sein muss, so ungefähr. So, jetzt, das gefällt mir besser. Das ist super, Stefan. Dann gucke ich noch mal bei Sophie. 6 Kinder unter die Haube kriegen. Na, du willst auch keinen Job haben. Patricia braucht noch ein bisschen. Die will. Oh ja, das werde ich ändern. 5 erstklassige Geschäfte. Das sind so Ziele, die ich jetzt ins. Ja. Die ich jetzt so gar nicht haben möchte. Oh, warum haben wir denn hier eine Pizza liegen? Ha, Pizza! Kann ich die wegmachen? Nee, ich kann nur aufräumen oder ein Stück nehmen. Naja, gut. Dann lasse ich, glaube ich, Stefan später kochen, oder? Hat Wilma besser? Nee, Wilma hat mehr Punkte. Dann darf sie dann nochmal kochen. Dass wir den beeindrucken, unseren lieben Direktor, dass wir lauter Privatschüler dann bekommen. So, jetzt lass mich mal gucken. Wir haben also einmal die Ella, die müsste auch schwanger sein, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Und dann den Felix. Warum habe ich dich noch da, Felix? Warum habe ich dich noch nicht zur Adoption freigegeben? Ich vermute mal fast, weil Sissi sich noch ein bisschen befreunden soll mit dir. Ja, so ein kleines bisschen. Da sie 20 Tierfreunde haben will. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Echt jetzt. Oh Mann. Wobei, das ist doch schon Freunde, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs hat sie. Momentan. Aber 20 gleichzeitig und Alex rutscht mir schon runter. Und wo ist Alex? In welcher Familie ist Alex? Oh. Wo ist Bella? Bella, Bella, Bella. Lass mich überlegen. Bella ist bei den Ottomas. Kennen wir jemanden von der Familie Ottomas? Shit. Dann könnten wir sie ja mit einladen. Das ist ja mal das, was dann rein theoretisch geht. Aber ich glaube, ich kenne niemanden von der Familie Ottomas.
Ich habe es zumindest vorher nicht gesehen. Ich habe nämlich mal reingeguckt, weil ich ja dabei bin, dass die Teenies hier in Schönsichtingen sich mal gegenseitig ein bisschen kennenlernen sollten. Und ich nachher, also gleich, dann den ein oder anderen noch einladen werde. Guck mal, mach du mal ein bisschen Fitness da draußen, Stefan. Sei mal so lieb. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ich will nämlich die Nina Lotario einladen. Guck mal, den mit dem Leon können wir dann einladen. Leon und die Nina Lotario, damit der Stefan Junior mal die kennenlernt. Und was habe ich mir so ausgedacht? Ja, die Familie Antonini. So, ich denke mal, oder? Ja, schauen wir mal. Ah, Wilma, du bist wach. Yay, komm, anziehen. Und dann kümmerst du dich mal ein bisschen erstmal um deine, ja, Schützlinge hier. Nämlich um den Guido kannst du dich mal ein bisschen kümmern. Wo ist der momentan? Ach, der schläft. Naja, gut. Na gut, dann schläft der. Ich bin mir nicht sicher. Soll ich mir noch einen Welpen holen? Und Felix. Ja, also Felix wird heute gehen. Das auf jeden Fall. Dann können wir uns eigentlich eine Service. Können wir nochmal eins adoptieren. Und die Ella müsste wirklich schwanger sein. Ich habe keine Ahnung, wann aber da vielleicht die Welpen kommen. Da müsste ich echt mal gucken. So, das ist dein Bild. Ja, das stimmt. So hast du mal ausgesehen. Warum bist du jetzt nicht runtergegangen? Keine Lust. Komm schon. Oh, nimm mal ein Stück Pizza. Weil die ist bald bestimmt kaputt. Also ganz umsonst, dass wir sie nicht bestellt haben. So, hopp, komm runter. Jetzt sind wir gleich fertig. Also, das heißt, die Kids kommen gleich nach Hause. Dann ist wieder Chaos im Haus. So. Lass mich mal hier nochmal gucken. Wen möchte ich denn noch mit einladen? Vielleicht. Wo ist denn Alex nochmal? Ach, der ist bei der Familie Blender. Aber Blender kennen wir auch nicht. Schulfreund Alex Makarawitsch. Okay. Das habe ich gedacht. Bernd, genau. So, dann gehst du mal Bernd einladen. Vielleicht mit Family. So, Sissi, was machst du? Spielen. Nein, geh doch mal zu Felix und spiel mit ihm. Der schläft. Na toll. So, was habe ich gesagt? Bernd will ich. Bernd, Bernd, Bernd. Wo ist denn Bernd? A, B, C. Da ist B. Bernd, Haushalt einladen. So, wen laden wir mit ein? Buddy? Oh, nee, Buddy kommt nicht von uns. Buddy kommt von jemand anderen. Beatrix, den Brandon laden wir auch mit ein und Erik. So. Ich komme auf jeden Fall. Ob der Rest der Familie kommt, weiß ich nicht. Okay. Wollen die anderen nicht aussteigen oder was? So ganz langsam steigen sie endlich aus. Oh, wessen Hausaufgaben? Das ist Sissys Hausaufgaben. Die ist irgendwie aufgestanden und ausgestiegen und schon hat sie die Hausaufgaben hingelegt. So, Veronika Quiek. Ach, die wollen wir nicht. Sorry. Ich will andere Leute einladen. Wenn ich da hier so viele NPCs habe, dann wird es. Halt, halt, halt! Dann wird es so ein bisschen schlecht sein. So, komm mal raus. Alle begrüßen. Alle begrüßen. Und Stefan, oh, auch wenn du mal auf die Toilette musst, du gehst mal direkt zu Beatrix. So, jetzt haben wir Erik kennengelernt und Bernd habe ich kennengelernt, Beatrix und ach so ist Brandon gar nicht mitgekommen, oder? Kann das sein? Ich glaube, ich habe ihn auch gar nicht gesehen. Naja, gut, es ist nicht so schlimm. Dann kannst du. Wilma. Wilma, dann kannst du dich mal ein bisschen um ihn kümmern. Gehst mal mit ihm abhängen.
Beatrix, nee, Quatsch, doch, Patricia heißt sie. Du gehst mal hier oben nach Duschen. Ach so, nee, der Stefan ist gerade oben. Verdammt. Was? Warum? Wer ist denn das? Knut Quiek. Knut Quiek. Sissi, bist du mal so lieb und lädst da noch jemanden ein? Komm, geh mal ans Telefon. So, Patricia, dann gehst du einfach mal hier baden und auf die Toilette. Und jetzt haben sie auch hier wieder die Hausaufgaben hingelegt, alle, ne? So. Leon? Haushalt einladen? Und ich fände es cool, wenn du die Nina mitbringen würdest. Nur die Nina, keinen anderen. Das wäre ganz toll. So, Sophie. Ach so, die ist jetzt zum Schlafen gegangen. Blöd. Und Sissi, du gehst dann mal zu Erik und quatschst den Erik mal an. Und die Veronika, so, die kannst du mal wegstecken. Auch eine 2 mit ihm. Okay, haben wir bessere. Wie schaut es bei dir aus, Stefan? Du hast doch nicht so viel Glück. Auch eine 2. Ja, bei ihm habe ich noch keine Dreierblitze gefunden. Aber gut, wir können uns ja mal trotzdem unterhalten. Ah, vielleicht, wenn die Nina kommt und so. Warte mal, Leon ist da. Ah, da ist Nina. Warte, warte, stopp. Einmal alle begrüßen. So, das kannst du direkt mal übernehmen. Wer ist das? Nero. Komm mal raus, Stefan. So rein optisch würdet ihr vielleicht sogar zusammenpassen. Ich weiß jetzt gerade nicht, Nina hat so ein paar andere mögliche Kandidaten. Komm doch mal raus, bitte. Alle begrüßen. Veronika geht. Genau, Sissi, du kümmerst dich mal um den Felix. Oh. Was machst du? Ausschimpfen für Möbel zerstören. So, und dann gehen wir erstmal Stöckchen holen danach. So, Stefan kommt langsam um die Ecke. Hallo. Hi, 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 hi. Und auch eine 2. Sei ja gut. So, du gehst mal baden. Wo ist denn Patricia mittlerweile hin? Ach, die ist schon fertig mit allem. Wer ist denn das? Achso, das ist Ella, um Gottes Willen. Ich habe die gar nicht erkannt. Loben für im Tierbett und Kommando beibringen. Ach nee, eigentlich Patrizia will ja gar nicht, oder? Nicht so wirklich. Du kannst mir deine Hausaufgaben machen. Guck mal. Oh Gott, wir müssen. Oh Mist. Wir müssen was kochen. Warte mal, das räumst du mal auf und dann Abendessen servieren. Oh. Okay, wir machen Chili con Carne. Ich hoffe mal, dass der Direktor das auch mag. Weil bald, bald, bald ist es ja soweit. So, wer hat denn jetzt den Erik noch nicht kennengelernt? Jetzt echt? Die Familie kommt bei mir vorbei und hängt miteinander ab. Warum seid ihr dann bei mir vorbei? Warum macht ihr das nicht zu Hause? So, wartet mal. Sissi hat Erik kennengelernt. Sophie hat Erik noch nicht kennengelernt. Mit Erik abhängen. Komm mal runter. Und, ich weiß gar nicht, hast du Erik schon kennengelernt? Wer hat behauptet, dass Fernsehen dumm macht? Weiß ich nicht. Guck mal, ich kann, überreden zu flirten, Streich spielen, wertschätzen die Nina. So, hast du dann jetzt Erik kennengelernt? Doof, oder? Aber wie will ich das anders machen? Was ist mit unserem kleinen Felix? Sissi, wo bist du denn hin? Ach so. Die unterhält sich da draußen mit ihm. Ja, okay, verstehe. Quatschen, einfach nur mal kurz. Okay, ihr könnt euch trotzdem auch noch mal ganz kurz hier austauschen. Und Stefan Senior, ich habe dich total im Pool vergessen, mein Lieber. Das ist natürlich ein bisschen doof.
Denn der Direktor kommt jetzt gleich, der bestimmt, bestimmt, bestimmt. Da ist er schon. Unterhalten werden möchte. So, Wladimir, du bist da. So, dann begrüßen wir den mal. Müssen ihn jetzt natürlich, also wir müssen ihn beeindrucken. Was macht denn Nero jetzt in unserem Haus? Das ist nicht unser Hund. Es reichen mir 3 Stück, Mensch. Wilma, begrüßen. Okay, welcher von unseren Kids hat jetzt gerade mal ein bisschen Zeit? Patricia. Patricia, sei mal so lieb und begrüß mal den Direktor. Das muss ja nicht die Eltern in dem Sinne machen. Hallo. Und Amiga. So, ja, warte mal. Warte, warte, warte. So. Überreden, zureden, unterhalten. Wir können rund führen, zum Essen rufen. Ja, genau. Wir essen mal erstmal. Kommt er dann direkt mit? Solange noch nämlich was da ist, weil wir so viele Leute gerade im Haus haben, die alle was haben wollen vielleicht. Also von daher macht es, glaube ich, ein bisschen Sinn, dass du mal kommst und isst. Ja, Wilma sitzt ja auch da. Oh Gott, die muss aber dringend auf Toilette. Chili sieht aber ziemlich hell aus irgendwie, ich weiß nicht. Was ist mit ihm? Ah, er hat Fitness-Level hier so. Ich kann gar nicht mit ihm quatschen. Hättest du Hunger? Ja, komm, du kannst dich da hinsetzen. So, Sissi wird in ein paar Tagen älter und Stefan morgen. Jupp. So. Kann ich alle anderen mal nach Hause schicken oder so? Ich weiß nicht. Du gehst mal ins Bad. Wladimir. Ja, wir haben so ein paar Leute gerade hier. Und draußen, irgendjemand wird abgeholt. Achso, ich glaube, Felix hieß, dass er gleich mal zur Arbeit muss. Wessen Hausaufgaben sind das, Sophies? Und wo hast du deine hingemacht, Stefan? Weil die fehlten mir irgendwie noch. Du hast nämlich noch keine Hausaufgaben gemacht. Keine Ahnung. Tja, gute Frage, ne? Ich weiß nicht, wo er sie hingelegt hat. Meistens legen sie die. Was war das gerade unten? Ach ja, Hund, du kannst meine Hausaufgaben kaputt machen. Warum nicht? Übrigens, Sophie, wie verträgst du dich mit Erik? Gar nicht. Ich kenne ihn nicht. Okay. Warte, plaudern. So, jetzt geh mal. Mit wem unterhältst du dich eigentlich gerade? Oh, Chantal. Zu wem gehst du gerade? Wer lernt denn gerade kochen? Auch mit ihm eine 2. Nun gut. Na, vielleicht hast du auch noch mal gerade Hunger. Ach so, und Sissy. Oh Gott. Okay, Sissy hat auch mal Hunger. Bon Appetit und so weiter. Wilma. Was macht denn Wilma? So, könnten wir jetzt mal aufhören zu essen? Ich meine, ein neues Tier ist unterwegs. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ella. Oder? Hä? Jee. Oh. Wir kriegen einen Jungen. Einen männlichen Welpen. Wo bin ich denn? Ich muss sie mit H anfangen lassen. Ich habe doch das ABC bei der Familie, oder? Ja. Also Nummer 9. So. Ups. Den hier. Harry. Yay. Da ist er. Ach, Jemini. Hallo. Ach du meine Güte. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Papa war. Hey Stefan, kann ich Patricia sprechen? Ja, okay. Warte mal, ich muss mich mal gucken. Hier. Mama ist die Ella und Papa war der Don. Ah, guck mal. Ach Gott, wie süß. Das ist ein ganzer Stammbaum hier schon. Dann müsste ich eigentlich Harry dann auch später noch ein Baby machen lassen. Leider nur ein Kind.
ein Welpe. Aber gut, besser als keiner. Und wir müssen mal hier wieder auffüllen. Guck mal, du stehst gerade daneben. Sei mal so lieb. Füll den Napf. Und dann kannst du auch nochmal was essen gehen. Oh, halt, stopp, 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 stopp. Wilma, der steht gerade auf. So. Rundführen. 42 Punkte. So, ich glaube aber an dieser Stelle sage ich jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann nochmal in einer nächsten Runde wieder, wenn es weitergeht. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Eure Sakina Daun. Ciao, ciao.